Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Und zuerst wie immer vielen Dank für eure Feedback und eure Nachrichten. Ich habe gemerkt, dass das Thema Karma sehr viele von euch interessiert. Ich habe viel Feedback dazu erhalten und Fragen. Und ja, das ist ganz klar, weil natürlich das Thema Karma sehr wichtig ist. Und viele Menschen damit in Resonanz gehen. Die Seele antwortet, schickt Impulse, Informationen, Gefühle und Menschen reagieren darauf. Und das ist gut und das ist wichtig. Heute möchte ich aber dieses Kapitel jetzt abschließen. Wir hatten schon mehrere Folgen zu diesem Thema und ich möchte dieses Kapitel jetzt ja, zum letzten Mal heute ansprechen und so eine kleine Zusammenfassung machen. Und zusätzlich vielleicht noch das Thema persönliches Karma ansprechen in Form. Und genau zu sagen, meine ich damit auch die körperlichen Symptome, die wir haben oder auch psychische. Die meisten Menschen fragen mich oder viele fragen mich, ja, ich habe jetzt zum Beispiel Probleme mit dem Rücken oder ich habe jetzt Probleme mit meinen Zähnen oder ich habe mir ein Bein gebrochen und warum passiert mir das? Und das natürlich auch in vielen Fällen hat karmische Ursachen. Es muss nicht immer so sein, aber in vielen Fällen ist das so der Fall, weil wir das seelische Muster immer wieder erleben, immer wieder durchleben. Da zeigt sich etwas, das nicht aufgelöst worden ist. Es zeigt sich etwas, was transformiert werden will. Und am Anfang kriegen wir leichte Impulse. Wenn wir aber auf diese Impulse nicht reagieren, dann wird uns unsere Seele ja immer tiefer daran erinnern und immer mehr und uns einfach ja, Impulse schicken und Situationen im Leben, die uns darauf aufmerksam machen wollen. Und irgendwann, wenn wir stur sind und nicht reagieren, dann wird das irgendwann eben zum Beispiel auf der körperlichen Ebene gezeigt. Und so gibt es zum Beispiel Menschen, die ja, Migräne haben oder Menschen, die, wie gesagt, körperliche Symptome haben, können andere auch sein, Bauchschmerzen, Probleme mit den Zähnen, alles Mögliche. Und ja, das ist eben auch kein Zufall, warum manche Menschen bekommen diese Probleme und andere nicht. Dahinter ist auch das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wenn wir diese Themen bewusst anschauen möchten, dann haben wir hier die Möglichkeit. Das ist auch der Grund, warum unsere Seele uns diese Impulse schickt, damit wir etwas zu Ende bringen. Wir haben gesagt, Karma bedeutet, dass wir etwas in den vergangenen Inkarnationen angefangen haben und nicht zu Ende gebracht haben. Und jetzt haben wir die Chance. Wir können natürlich weiter so machen. Niemand wird uns zwingen, jetzt etwas zu tun, wenn wir das selbst nicht wollen. Aber die Konsequenzen können dann spürbar sein und unangenehm. Und es liegt an uns, möchten wir das in dieser Inkarnation zu Ende bringen, in dieser Inkarnation, oder wollen wir noch warten? Aber eins sollte uns klar sein, wenn wir die Themen in dieser Inkarnation nicht anschauen und nicht transformieren und nicht auflösen, dann wird sich dieses Muster auch in der Zukunft wiederholen. Es wird nicht einfach nur so verschwinden. Das ist das natürliche Gesetz. Es liegt an uns, diese Themen einfach zu Ende zu bringen. Und das heißt, auch in den zukünftigen Inkarnationen werden wir diese Themen serviert bekommen. Das ist ganz klar. Und jetzt können wir entscheiden, okay, möchte ich das jetzt auflösen oder nicht. Aber wie gesagt, du hast immer den freien Willen und du wirst nie zu etwas gezwungen. Der eine Mensch möchte sich schneller entwickeln, der andere möchte sich langsamer entwickeln und alles darf sein. Deswegen, das Schöne daran ist, dass wir alle den freien Willen haben. Es ist aber ein Fakt, dass jetzt in diesen turbulenten Zeiten, in diesen Zeiten des Umbruchs, in denen wir uns gerade befinden, immer mehr Menschen erwachen. Immer mehr Menschen spüren, dass etwas nicht passt, dass etwas nicht stimmig ist, dass etwas verändert werden möchte. Und das bringt auch viele Menschen dazu, sich auf den spirituellen Weg zu begeben und auch sich persönlich weiterzuentwickeln. Das kann man nicht von außen machen und das geht auch nicht so, wenn jemand zu einer Person sagt, ja, du solltest dich jetzt weiterentwickeln. Schau dir dein Karma an
und dann wirst du dich weiterentwickeln. Weil wenn die Person nicht dazu bereit ist, dann wird gar nichts passieren. Deswegen rate ich auch stark davon ab, hier zu missionieren. Wir sind hier nicht dazu da, um anderen irgendwie hier zu sagen, wo es lang geht. Das ist natürlich Quatsch. Das sind Fanatiker, die sowas machen und das hat mit der wahren Spiritualität nichts zu tun. Es geht mehr darum, dass diejenigen, die von sich selbst in ihrem Herzen spüren, ich möchte etwas in meinem Leben verändern, und diese Personen, die diesen Wunsch in sich spüren, die das möchten, sie werden schon den richtigen Lehrer, den richtigen Therapeuten, den richtigen Freund finden oder das richtige Buch, das ihn auf diesen Weg bringt. Und dann kann man eben sich auch früher oder später auch mit dem Karma beschäftigen. Aber eins ist sicher, das Thema Karma ist schon ein seriöses Thema, ernstes Thema. Das ist jetzt nicht nur so, dass man da sagt, okay, heute mache ich Karma und morgen mache ich Tarot und übermorgen mache ich Astrologie und dann 5 Tage später beschäftige ich mich mit den Kristallen. Das ist natürlich unseriös. So funktioniert das nicht. Um unser Karma aufzulösen, gehen wir in einen Prozess. Möchten wir das oder möchten wir das nicht? Und so ist das zum Beispiel auch oft eben bei Menschen, die sich dafür entscheiden, die den Mut haben, weil man braucht auch Mut, die dann an sich arbeiten und die Themen auflösen, dann verschwinden auch die Symptome. Dann hat man auf einmal diese Schmerzen im Rücken nicht mehr oder die Migräne verschwindet oder die Allergien. Das sind so klassische Beispiele, die so viele Menschen betreffen. Man kann natürlich jetzt irgendwie versuchen, die Symptome von außen zu bekämpfen. Vielleicht gelingt das kurzfristig und man kann dann natürlich die Symptome verschieben, aber das hat nichts damit zu tun, dass wir das Thema auflösen. Das Thema, was sich im Unbewussten befindet, das Schattenthema, das karmische Thema, das kann man nicht von außen machen. Und das ist auch wichtig zu wissen und vielleicht mit diesem kleinen Impuls möchte ich jetzt das Kapitel Karma beenden. Für diejenigen, die natürlich mehr Informationen haben wollen, die können sich eine entsprechende Literatur besorgen oder diejenigen, die wirklich in der Praxis das Thema transformieren möchten, also wirklich an sich arbeiten möchten, da gibt es auch Wege und Möglichkeiten. Und wie gesagt, bei mir, die meisten wissen schon, ich arbeite mit der Reinkarnationstherapie und da bietet sich auch wunderbar dieser seelische Weg zur Transformation und hilft uns, bewusster zu werden, ein Stückchen näher der Einheit zu kommen und ja, und vor allem anzufangen, uns selbst zu lieben, weil das ist das Wichtigste überhaupt. Bewusst und klar zu erkennen, dass wir göttliche Wesen sind, dass wir hier nur auf einem Abenteuer sind und dass wir alles in uns tragen. Ich bin in allem und alles ist in mir. Wer diese Erkenntnis gewinnt, aber nicht nur auf der Verstandesebene, sondern tief durch Erfahrungen, durch Weisheit, der wird in sein Leben anders gestalten. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, das Thema Karma haben wir jetzt so ein bisschen abgeschlossen. Das heißt nicht, dass ich zu diesem Thema nicht mehr zurückkehren werde in den folgenden Podcast-Folgen, weil natürlich das Thema steht auch in Verbindung mit anderen Themen. Aber erstmal sind wir damit so ein bisschen fertig. Und ja, die weiteren Folgen, die nächsten Episoden werden andere spirituelle Themen betreffen. Okay, also für heute bedanke ich mich bei euch. Wie immer, bei Fragen könnt ihr mich kontaktieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt inspiriert, bleibt gesund, bleibt auf eurem Weg und arbeitet an euch. Eure Seele wird euch dafür danken. Also, bis bald, eure Agatha. Tschüss. Thank you.